da deine Materie aber nicht nur bosonisch ist, sondern auch fermionisch, ist das nicht möglich. Fermionisch? Ja. Zum Beispiel Elektronen und ihre Spins. Du weißt ja, dass vom Bohrschen Atommodell in der ersten, zweiten, dritten Energiestufe jeweils eine bestimmte Anzahl Elektronen reinpasst. Und diese Elektronen müssen sich nach dem Pauli-Prinzip in mindestens einer elementaren Eigenschaft unterscheiden. Pauli-Prinzip? Ja. Das bedeutet... Pauli-Prinzip habe ich mal auf den Nasen gehabt, aber... Ganz genau. Und das bedeutet... Das Pauli-Prinzip? Die Elektronen haben zum Beispiel die zwei in der ersten Energieschale, haben theoretisch das gleiche, den gleichen Eigenwert E für die Energie und hat die Besetzungszahl 2. Das sind in der Feinstruktur und in der Feinstruktur nur noch annäherungsweise korrekt, aber selbst dort gibt es immer wieder Besetzungszahlen, die doppelt und dreifach vorkommen. Das nennt sich das Eigenwertentartungsproblem in der Quantenmechanik. Ja, mit dieser Energieschale, aber mit dieser Quantenmechanik hat man herausgefunden, dass der Aufenthaltsort unbestimmt ist, oder? Worauf ich hinaus will, ist, zwei Elektronen können sich wie zwei Bosonen eigentlich im gleichen Energiezustand um den Kern aufhalten. Also sie können einen energetischen Zustand teilen. Zum Beispiel die Nullenergie. Plus und Minus, oder sind die dualistisch geladen? Oder? Ja, die sind dualistisch geladen und wenn du versuchst, den Energiezustand zu wechseln, zum Beispiel im Atom einen Sprungelektron von weiter innen nach weiter außen zu erzeugen oder eventuell das Elektron ganz aus dem Kern zu entfernen, dann geht es erst stufenweise. Und auf der nullten Stufe oder ersten Stufe, also im ersten Ring, befinden sich zwei Elektronen. Das ist aber eine Eigenschaft, die nur für Bosonen gilt, normalerweise, dass mehrere Bosonen sich eine Quantenzahl teilen. Kennst du dich auch mit Gold aus? Dieses, Gold hat, glaube ich, 189. Worauf ich hinaus wollte, ganz kurz noch, wir können sofort über Gold reden. Ja, okay. Die Fermionen als Elektronen müssen also mindestens eine Quantenzahl aufweisen, die sie unterscheidet, sonst wären sie nicht zu unterscheiden und Bosonen. Und diese Quantenzahl ist in dem Fall der Spin. Ja, und der eine Quant hat den einen Spin und der andere hat den Gegenspin. Und so können sie beide auf der gleichen Energie verharren, weil sie immer noch zwei verschiedene Objekte darstellen. Ja, muss ich mir mal genauer ansehen. Sie sind unterscheidbar, wenn sie rauskommen. Das bedeutet insbesondere, sagen wir mal, du nimmst jetzt ein Meer von Bällen. Also ein Pool, da schmeißt du jetzt rote Bälle ein. Ja. Jetzt färbst du einen Ball blau. Den Ball nennst du jetzt irgendwie blauer Ball. So, jetzt machst du auf der anderen Seite machst du einen leeren Raum und wartest, bis der Quantentunneleffekt einsetzt. Quantentunneleffekt? Ganz genau. Also, diesen Mann geht zum einen anderen Atom oder was machen? Ah, es geht darum, dass jetzt. Aus diesem Ensemble von den roten Bällen irgendwann, je länger du wartest, taucht irgendwann in diesem Nebenbecken durch den Tunneleffekt ein Ball auf. Ob der jetzt rot ist oder blau, ist purer Zufall. Es hängt nicht davon ab, ob der blaue Ball näher dran war oder ferner entfernt. Dadurch, dass diese Dinge alle in einem Zustand sind, sind sie quasi wie ein Meer von Bällen, das nicht unterscheidbar ist. Und was da hinten rauskommt, muss nicht notwendigerweise das sein, was irgendwie zuletzt vor der Barriere war, weil das ist nicht klar ausgesagt war. Hey, muss man das mal angucken. Und insofern sind Bosonen ununterscheidbar. Das ist schwer zu verstehen auf Anhieb. Ja, aber ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Aber jetzt zurück auf das Goldatom. Ja. Was macht dieses Atom so besonders? Also ich glaube, das hat 198. Wir können mal nachgucken. Ja, ja. Ich sehe darin nichts Besonderes erstmal, außer für Chemiker vielleicht, ganz ehrlich. Es ist ein Metall. Ja. Ja. Es leitet Strom. Es hat hervorragende elektromagnetische Eigenschaften, oder? Irgendwas war da. Gold rostet nicht oder so. Ja, und es kann auch Energie durchgeben, ohne dass ein Verlust entsteht, oder? Also. In der Hinsicht weiß ich nicht, ob es herausragend ist. Also sozusagen, ob es da irgendwie rausragend ist, was Energietransport ist. Ja, aber guck mal, du kannst ja im Audiobereich, gell, gibt es ja auch diese Goldstecker, gell? Und das machen die ja deswegen, weil Gold diese elektrische Energie ohne Verlust weitergibt oder ohne Rauschen, ja? Ah, diese Stecker, ja. Das funktioniert ein bisschen anders. Und zwar, wenn du einen Steckübergang hast, ist der entscheidende Parameter für Rauschen,
ist der Widerstandsübergang. Mhm. Das heißt, wenn die möglichst gleichen Widerstand haben, der Eingang und der Ausgang, geht das Rauschen gegen Null. Und Goldkontakte haben den großen Vorteil, dass sie nicht rosten und demnach ihren Widerstandszahl absolut konstant sind. Ja. Insofern ist Gold herausragend. Man sollte Kupfer durch Gold tatsächlich wahrscheinlich ersetzen, aber